und willkommen hier wieder mal zu einem lang erwarteten Snapshot-Review. Und ja, es ist der erste Snapshot der 1.8 und ja, es sind wieder viele geile Sachen dabei. Es sind aber auch Sachen dabei, die nicht so ganz geil sind. Aber es würde ich sagen, seht ihr alles nach dem Intro. Und wie gesagt, es sind einige geile Sachen dabei, aber ich komme als erster zu dem nicht ganz so geilen. Ne? Und zwar wurden drei neue Steinarten bzw. Granitarten hinzugefügt. Einmal den Granit selber und ja, den Smooth Granit oder den polierten Granit. Dann gibt es den Andesite oder wie man das auch immer ausspricht soll, Leute. Dann den polierten Andesite. Den Diorite und den Polished Diorite. Und wie ihr die polierten Sachen machen könnt, einfach aus dem jeweiligen vier von den Dingen ins Inventar legen. Ihr seht ja auch schon 1.5, 1.3, 1.1. Das heißt, es sind einfach Sachen nach Stein 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Ne? Also, das gehört zu den Steinen. Und dann kommen wir schon zum zweiten, das geendet wurde. Und ich muss sagen, es ist einfach nur so extrem geil. Und jetzt kommt's. Ihr seht ihr schon, ich stehe in einem Verzauberungsraum. Und jetzt pass auf, was ich euch sage. Lapis Lazuli hat endlich einen Nutzen. Woohoo! Ja, Leute, Lapis Lazuli hat einen Nutzen. Und zwar beim Verzaubern. Und ja, ich gebe mir jetzt einfach mal ein paar Level. Ich dürfte das hier noch irgendwo in der Schnellauswahlleiste haben. Genau, hier. Ich gehe in Game 0, damit ihr das auch alles hier schön seht. Ich habe jetzt 44 Level. Jetzt sind hier zwei Slots. Ich lege die Diamantspitzhacke rein. Ihr seht hier schon. Ein Lapis Lazuli. One Enchantment Level. Das heißt, ich lege hier einen Lapis Lazuli rein. Ich habe jetzt hier das erste Ding jetzt freigeschaltet. Zweites Lapis Lazuli. Das zweite Ding sind freigeschaltet und das dritte freigeschaltet. Also es sind noch immer die Standardsachen. Und ihr seht, die erste Verzauberung, die drauf ist auf dem Werkzeug oder auf dem Schwert oder je nachdem, was ihr verzaubert, steht hier jetzt dort, wenn man drauf schaut. Also hier zum Beispiel ist die erste Verzauberung Self-Touch, hier Efficiency und hier auch Efficiency. Ich schätze mal, nur hier bei Level 7 wird wahrscheinlich noch was anderes dabei sein. Und hier wahrscheinlich nur Efficiency. Das kann ja gut sein. Ich nehme jetzt einfach mal Level 30 und gucken, was bei Silk Touch noch dabei ist. In diesem Fall ist Silk Touch jetzt alleine. Ich gebe mir einfach nochmal eine Pickaxe. Um zu schauen, ob ich noch was anderes darauf bekomme. Ich lege wieder drei Lapis Lazuli rein. Wieder Silk Touch. Und dieses Mal ist sogar Efficiency 4 drauf. Ihr seht schon. Also, ich muss sagen, sie haben das auf jeden Fall extrem geil gemacht, dass jetzt Lapis Lazuli auch einen Nutzen hat. Also, wie ihr seht, das Verzaubern geht in eine ganz andere Richtung. Sag mal, wer willst du mal denn mit den nervigen Villagern jetzt hier? Das kann ich euch auch sagen. Die haben was bei den Villagern getan. Oh mein Gott. Ja, es heißt nicht umsonst Enchanting und Villager Trading Update, ne? Also ist der vorläufige Name zurzeit. Ich weiß nicht, ob sie den nochmal ändern. Auf jeden Fall gibt es einige neue Arten von den Villagern. Und zwar haben die jetzt einmal gleich von Anfang an zwei solche Tauschangebote. Und ich muss sagen, die Preise haben sie jetzt wirklich auf ein bisschen einen faireren Level runtergehandelt. Und die Villager waren ja viel zu teuer, zum Beispiel 5 Emeralds für einen Kompass oder so, das kauft sich ja kein Schwein. Aber hier zum Beispiel 14 Raw Pork Chop, ein Emerald, also der Butcher hier, das ist der Schlachter sozusagen, der Metzger. Oder hier Raw Chicken, die isst man ja sowieso nicht, die kann man ruhig für einen Emerald verkaufen, also. Oder hier der Büchereimann, 30 Papier für ein Emerald, das geht ja eigentlich auch. Hier ein Enchanted Book mit Horns 2, ein Buch und 14 Emeralds. Das geht jetzt. Das könnten sie vielleicht noch ein bisschen runter machen. Aber es geht eigentlich noch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann hier der Fisherman, also der Fischer. 18 Strings für ein Emerald. Geht eigentlich auch. 18 Kohle für ein Emerald. Wieso hat der 3? Okay. 6 Fisch und ein Emerald für 6 Cooked Fish. Das finde ich extrem billig. Das ist richtig geil, finde ich. Also, das ist richtig billig. Hier der Leather Worker, also der macht ausschließlich was aus Leder, sag ich. 10 Leder, ein Emerald, das geht. 4 Emeralds und eine Hose sind noch ein bisschen überteuert, so wie früher. Also es sind noch nicht alle Preise reguliert, aber viele. Der Cleric hier, das weiß ich gerade gar nicht, was auf Deutsch heißt. Ich glaube, das heißt auf Deutsch auch Cleric, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Hier das frottende Fleisch für ein Emerald. Davon bekommt man ja so extrem viel, wenn man zum Beispiel eine Monsterfalle hat. Oder hier 10 Gold für ein Emerald. Gold bekommt man ja sehr gerne mal, ne? Also ich finde es extrem geil auch. Der Armorer, also der Schmied sozusagen für die Rüstung. Hier 17 Kohle, ein Emerald sozusagen, dass er die Rüstung dann herstellen kann im Feuer. Ping, 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 ne? Und hier 5 Emeralds für ein Eisenhelm, das geht eigentlich auch noch ein kleines bisschen zu teuer, aber es geht. Hier 17 Wolle, Shepherd. Ich glaube, das ist auch so ein Bauer sozusagen. Ich weiß jetzt nicht alle deutschen Bedeutungen auswendig, aber ich glaube, das war irgendwie ein Bauer oder so. Auf jeden Fall 17 Wolle für ein Emerald geht eigentlich auch. 3 Emeralds für eine Schere ist jetzt ein bisschen teuer. Ja, das ist noch ein bisschen kacke. Hier 18 Kohle, der Toolsmith, der stellt sozusagen Werkzeuge her. 18 Kohle für ein Emerald geht eigentlich auch. Und hier 7 Emeralds für eine Efficiency 3 Schaufel. Also das ist ein super Angebot, finde ich. 7 Emeralds für eine Iron Schaufel Efficiency 3. Also ich muss sagen, der hier gefällt mir wirklich sehr gut, der Villager. Ich habe jetzt lange rumprobiert. Ich hoffe einfach mal, dass ich so gut wie alle Villager erwischt habe, die neu sind und bearbeitet wurden. Aber ich finde, bei den Villagern können wir auch sicher noch einiges erwarten. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten, was ich euch heute zeigen möchte, was im Snapshot hinzugefügt wurde. Und zwar ist das einmal der Schleimblock, sozusagen das Trampolin. Das macht ihr einfach aus 9 Schleimbällen. Und wie ihr schon seht, Schleimbälle waren davor auch komplett unnötig. Jetzt haben sie einen geilen Nutzen. Ich sage euch, das ist so extrem geil. Das kann man so geil für Adventure Maps benutzen. Und ich werde gleich zeigen, was ich damit meine. Und zwar einfach 9 Schleimblöcke in den Crafting Table. Ihr erhaltet einen Schleimblock. So, wenn ich hier jetzt runterspringen würde, würde ich das niemals schaffen. Oder da in das Becken rein, ne? Aber ich springe jetzt hier runter. Bam! Bam! Das ist ein Trampolin, worauf man keinen Fallschaden oder irgendwas bekommt, ja? Und das ist einfach so extrem geil. Ihr werdet nochmal richtig fett hochgeschleudert. Ich sag mal, wenn ich jetzt 2 Blöcke runterfalle, dann werde ich einen hochgefedert. Also genau die Hälfte von dem, was ich eigentlich runterfalle, werde ich wieder hochgeschleudert. Ihr seht hier schon, wenn ich jetzt, ne? Ich werde nur ein. Wenn ich hier jetzt drauf bleibe, werde ich so ganz langsam und kann dann auch drauf gehen. Es ist so wie Soul Sand. Also, ne? Man läuft da drauf ein bisschen langsamer, weil es ja Schleim ist. Und ja, ihr seht hier schon, die Textur sieht aus wie beim Schleim, wie beim richtigen Schleim. Und man kann hier auch durchschauen. Das Hühnchen ist zwar jetzt grün, aber okay. So leicht grünlich. Jetzt. Ne? Ja, aber ich finde es einfach extrem geil, dass hier einfach mal so ein geiler Batsch und Bam. Ne? Ich glaube auch, dass der Fallschaden reguliert wird. Ich kann es mal versuchen. Das habe ich gar nicht ausgetestet. Live-Test hier. So, ich springe hier runter. Batsch. Aber ich glaube, hier sterbe ich, ne? Nee. Also, wenn ich hier, wenn der Fallschaden hier nicht reguliert wird, von da oben bis hier runter, bin ich eigentlich tot. Sozusagen wird das berechnet von hier wieder nach hier unten, ne? Also, das finde ich auch geil. Der Fallschaden wird ebenfalls reguliert. Also, ich muss sagen, das Update hier hat geile Neuerungen und ich bin gespannt, was die nächsten Snapshots noch so bringen. Na, da habe ich nochmal nachgeschaut, ob ich ja wirklich nichts vergessen habe. Und ich habe wirklich was vergessen, und zwar 2 eigentlich ziemlich wichtige Sachen. Und zwar einmal kann man den Mossy Stone Brick jetzt craften, und zwar einfach einen Stone Brick und einen Liane. Und ihr haltet den einen Mossy Stone Brick.
Und dann kann man jetzt mit Holz Türen craften und daraus erhält man jetzt 3. Und ihr seht jetzt schon, ich kann die jetzt bis 64 stacken. Habe ich nochmal nachgelesen. Also ich kann die jetzt bis 64 stacken. Und ja, seht ihr schon, wartet. So, ja, 63, gut. Also man kann sie auf jeden Fall bis 64 stacken jetzt, die Türen, und man hält 3 beim Crafting-Rezept raus. So ähnlich wie bei den Schildern damals. Und ja, jetzt habe ich wirklich nichts mehr vergessen, außer so ein paar unwichtige Commands. Aber mit denen möchte ich mich nicht wirklich beschäftigen, da die Commands nicht so meins sind. Und ich stelle halt wirklich nur die wirklich komplett wichtigen Sachen vor. Und ich glaube, nicht jeder will wissen, was es alles für neue Commands gibt. Das werde ich nur zum Schluss mal ganz kurz erwähnen im kompletten 1.8 Review. Dann war es das mit dem ersten Snapshot Review des 1.8 Updates. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute.